Liebe Leute, da sind wir wieder mit Dark Souls 3. Aus der kleinen, aber feinen Pause. Wir haben ein bisschen uns aufgerüstet für den nächsten Kampf. Soll heißen, wir haben unseren Flakon versteckt mit diesem Knochensplitter. Meine ich ist es. Wir haben eine Fackel gekauft. Oh, die wollte ich ja noch ausblockieren. Wie sieht da diese Fackel aus? Die wir hochheben können, damit es heller wird. Denn ich hoffe einfach, dass es ein bisschen uns was bringt. Wir haben den Schlüssel für die Kanalisation gekauft. Den können wir bestimmt auch gebrauchen. Und wir gucken uns jetzt mal hier um, was hier so abgeht. Ah, okay, so komme ich zu euch Nasen da hoch. Es geht frohen Mutes weiter. Ach, auch die Kerzen. Es sieht so super aus. Ich krieg erstmal schön auf die Fresse. Und da wir jetzt hier ein bisschen besser aufgestellt sind. Den hier runter. Bam! Shit! Ich wollte den eigentlich da runter schicken. Schade! Aha, unkindled, are we? Okay, wer bist du? Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Ja, warum denn nicht? Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Warum sind eigentlich Pyromancer immer im Sumpf? Zack, da ist er weg. Handaxt. Geil. Jede Waffe ist gefundenes Fressen für mich. Auch wenn sie kacke ist. Wollen wir mal hier hingehen? Ne, das bringt mir nichts, oder? Ah. Achso. Das bringt mir doch was. Nee, bringt uns nichts. Jetzt ist die Frage natürlich. Machen den hier. Alter Verwalter, dann nehmen wir doch mal einen Schluck. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt der Schlüssel für diese Tür war. Hätte ich mir... Nein. Okay, da hinten ist aber auch irgendwas, was uns nichts Gutes will, würde ich sagen. Deswegen holen wir uns jetzt hier mal das Item. Wenn wir schon mal da sind. Okay. Naja, besser als gar nichts. Und... kümmern uns doch mal hier um dieser Ratte. Ich stark davon ausgehe. Ach, ihr steht auch schon wieder hier Spalier. Ja, euch lassen wir auch so ziemlich links liegen. Ah ne, da kommt einer. Ne, da war ein Hund. Ne, dann machen wir doch einen nach dem anderen. Hier, komm mal her, Kollege Vorschlaghammer. Zack. Manchmal tut es mir auch ein bisschen leid um die. Nur ein bisschen. So. Wir haben genügend Leben. Und alles.
Man sollte diese Ratten noch nicht unterschätzen. Machen hier einmal. Oh, das macht ja echt gar nichts. Oh, so wollten wir das. Kann ich das jetzt benutzen? Schlüssel benutzt. Ah, dafür war der auch direkt. Wir machen eine Ratte. Dachte ich mir schon. Pfeifen mal. Ist aber noch nicht so gefährlich wie die große. Ah, Blutbissring. Das ist natürlich gut, den bekommen zu haben. Machen wir nochmal einen Schluck. Ja, das ging doch. Ich dachte, jetzt kommt wirklich so ein kanalfüllendes Riesenungetüm. Aber vielleicht kommt es auch noch. Wir wählen aber als erstes mal hier diesen Ring aus. Weil was wir haben an Ringen haben wir. Viele haben wir noch nicht gesammelt in der ganzen Zeit. Wieder habe ich die auch eiskalt übersehen. Okay. Kommen wir hier hoch? Ah, ja. Dann klettern wir doch. Wir haben so viele Möglichkeiten wieder. Ah, und hier ist die Abkürzung. Zu dem Feuer hier. Das ist doch nice. Guck mal, ist hier irgendwie was? Nö. Okay, aber Abkürzung freigeschalten. Dann gehen wir doch mal da unten weiter. Erkunden mal die ganze Geschichte. Huch. Da sieht es aus, als wäre das nicht ganz so lange gegangen. Rotgriff-Hellbade. Habe ich das gerade richtig gelesen? Ich hoffe doch. Ein bisschen in den Chat geguckt. Alter. Uiuiui. Die Frage ist, ist es einer, der beschworen wird? Wir gucken uns das an. Oder ist er dann tot? Macht die ganz gut kaputt. Das ist schön. Alter, ihr seid gelenkige Bastarde. Shit. Der hat das Prinzip des Schwertes nicht ganz verstanden. Ah, des Schildes, Entschuldigung. Bleiben auch liegen. Das war schon klar. Dummer Wichser, Herr. Oh, den hier sollte ich wahrscheinlich. Bei Leuten mit Laternen gehe ich immer davon aus, dass es Magier sind. Wahrscheinlich durch den ersten Teil. Weil diese Magier haben die dann immer wieder beschworen. Apropos, zur Hölle sind wir hier. Okay. Hm.
Bin mir uneinig, was dieses Wasser hier soll. Okay, es ist kein giftiges Wasser. Das ist schon mal gut. Oh, da war eine Nachricht. Lesen wir die? Vision von Schild oberhalb. Verstehe. Aller. Ah. Ah, ficken. Ja, kriegen wir hin. Kein Thema. Leichnam plündern. Alter! Ist das eine Frau, die da drin ist? Hat sie. Oh, da war auch noch ein Durchgang. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen, Leute? Habe ich mal gesehen. War ich mal nicht hier im Blindfuchs. Ist hier noch irgendwie was? Ah, den könnte ich doch bestimmt. Ich habe doch hier Pfeil und Bogen am Start. Machen wir das doch mal. Habe ich keinen Pfeil und Bogen? Hä? Doch. Ich habe es einfach nur übersehen. Den kann ich aber nicht nutzen. Die Armbrust kann ich nutzen. Das würde mir doch prinzipiell langen. Zack. Yes, gesegneter Rundschild plus 1. Nicer Dicer. Ah, die Nachrichten sollte man schon immer lesen. Ah, das ist schon wieder so eine Geschichte hier. Ich muss auch mal hier ausrüsten und mal checken, was hier so an. Kann ich auch mal Sprungattacke? Ja, kann ich. Alles klar. Shit, nicht getroffen. Du stehst doch auf, oder? Nee, du bist tot. Bitches. Haben wir es jetzt? Alter, ich wusste, da müsste eine Falle kommen, aber ein bisschen enttäuschend die Falle. Ärgert er sich jetzt? Nein. Jetzt machen wir safe. Komm. Was haben wir denn hier? Oh. Ah, da ist jetzt die Frage. Gehen wir da hin? Gehen wir da weiter? Gehen wir da nicht weiter? Wir haben noch zwei Flakons. Und wir können uns auch noch ein bisschen so heilen. Ja, machen wir das. Komm. No risk, no fun. Ach, so eine Geschichte wird es hier. Da könnt ihr mich mal an den Füßen fassen. Und jetzt kommt die Metal Gear Solid Musik. Öffnen wir da erstmal. Scheint vertraut. Loch. Und so mehr Zeit für Stoß. Aufsetzen wird benötigt. Oh Mann, ist das eine Frau? Oh, who is that? Someone there? Anyone? Oh, please. Whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Oh, well, fine. If one offends you, when it's cool for you, I will touch you. So please, hold out your hand and touch me. Berühren.
Wir können doch nicht eine holde Maid hier. Oh, yes, there you are. So close indeed. Then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Gebet. Oh, forgive me. Wie heißt du? I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. Meister würde ich mich jetzt nicht betiteln, aber danke. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Oh, thank you, sweet champion. Natürlich nehmen wir Ihre Dienste an. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Solange du mich nicht hintergehst, alles cool. Alright. Wo sind wir hier? Ach! Ich verstehe. Ich verstehe. You've gone and rescued her, have you? Yeah. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. Was? I'm Egon, a knight of Karim. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. What's the matter? My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Okay. Der will mir damit sagen, ich sehe jetzt einfach mal in die Zukunft. Die gute Frau wird irgendwann mal entführt oder gekillt. Und dann schiebt er mir das in die Schuhe, dass ich versagt habe. Auch die wieder. Ich gehe nochmal zu den Ratten. Da liegt ja auch noch ein Ei dann. Und dann habe ich nämlich gelitten. Kann ich mich nicht hier... Liebe Leute. Immer weiter. Ah! Von Ratten getötet. Aber die sind auch unerbittlich. Dumme Kackratten. Back where we started. Sind da gerade Leute runtergefallen? Nicht so wirklich, ne? Ja, die Frage ist, wohin reisen? Das will ich doch mal in der Senkengrube nochmal umdrehen. Ah, ich habe wieder die Zeit nicht gestartet. Ich pfeife. Ich habe mal auf die Uhr geguckt. Was hier so abgeht. Oh. Machen wir das doch. Ja, verlassen wir das erstmal. Okay. Das ist so ein bisschen Nito-Style, kann das sein. Aber so wie das aussieht, werde ich hier... Finde ich hier nichts. Dennoch gucke ich mich hier einmal kurz um.
Ach, hübsch. Hier gibt's aber scheinbar nichts zu tun. Aber sehr viele Käfige. Extrem fucking viele Käfige. Und Stalagniten. Alter Herr. That's crazy, Schiss. Schüssel, ja. Okay, aber hier scheint es wohl nichts zu geben. Uhr bin ich wieder live gegangen. Danke für den Hinweis. Das ist super. Danke dafür. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Gibt es hier noch was zu tun? Gibt es? Gibt es ja tatsächlich. Die Frage ist, von wo aus? Gehen wir doch von hier aus mal weiter. Dann machen wir bis 10 nach, würde ich sagen. Dann sollte das ungefähr hinhauen. Viel haben wir nicht erreicht, außer doch, wir haben ja die Frau gerettet. Und eigentlich könnte ich auch zurückgehen und mal mit den ganzen Leuten sprechen. Da haben sich jetzt doch noch ein paar angesammelt, die mir helfen und tun und machen. Ne, aber wir gehen hier zurück. Das ist zwar ein bisschen ätzend. Ne, hier hoch geht das nicht. War hier was gewesen? Da ist Kollege Hammerfall. Na, okay, wenn du mich hier angreifst, dann greife ich dich an. Wir können jetzt hier auch nicht unsere Jugend verschwenden. Der hat sich nicht gerade selbst bezaubert, oder? Ja, du bist ein richtiger Spaßvogel, merke ich schon. Ah, guck mal, was hier ist. Kaputte Brücke. Ah, nee, hier geht's ja weiter. Kleine Titanitscherbe. Das ist doch super. Ja, ja, ja. Habe ich verstanden. Ach, das... Okay, ich sehe schon. Das hier wird mein Ende sein. Da dachte ich, der Backstep bringt ein wenig mehr. Habe ich falsch gedacht. Ich will da auf die Dächer. Ja, ja. Kenn ich schon. Da werden die Säbel gerasselt. Oh shit. Dich erst killen sollen. Na, so, jetzt. Alter! Der das aber auch weghaut. Sollte man nur noch einmal angreifen. Verkohltes Kiefernharz. Damit kann man höchstwahrscheinlich... Alter. Damit kann man höchstwahrscheinlich seine Waffe zum Brennen bringen für eine Zeit. So, wir sind ja auch noch nicht durch, keine Sorge, wir öffnen hier nochmal die Tür. Lass mich raten, das ist eine Abkürzung. Oder einfach egal, eine Nachricht lesen. Absprung voraus, jo. Zack! Hier haben wir doch noch ein paar... Eid des Krieger des Sonnenlichts, Trophäe erhalten. What? Gucken wir doch gleich mal. Sonnenlichtmedaille.
Okay. Kann ich irgendwo meine Eide sehen? Würde mich interessieren. Was brauche ich denn dafür? 24 Stärke. Das Ding macht nämlich ordentlich Schaden. Rotgriffhellbade. Okay, da muss ich aber auch mal ein bisschen auf Geschick gehen. Jetzt kommen wir hier durch. Wunderbar. Wo sind denn diese Sunbros? Das muss ich echt mal nachgucken. Das würde mich interessieren. Und wo die zu finden sind. Mal schauen. Oh, hier hinten geht's noch weiter. Geht's hier weiter? Einfach ein Klumpen rauchender Leichen. Alter. Ah, okay, hier sind wir. Genau. Ich glaube, da vorne geht's. Komm, dich machen wir auch noch kaputt. So. Zack. Zack. Nicht, dass man mir hier in den Rücken fällt. Alter, es ist aber auch schon geil. An irgendwas erinnert mich auch dieser Stil, dieses... Wow! Ah, scheiße. Dieses sehr verformte, schiefe Design von Häusern etc. Da geht's ja auch lang. Ne, da sind wir ja gestern sogar schon mal lang gegangen. Ich krieg grad gut auf den Sack. Taktischer Rückzug. Mal auch noch platt. Oh, wir sollten nicht mehr im Rücken. So, wir haben ja auch noch genügend Flakons. Aber liebe Leute, wir machen hier jetzt erstmal einen Strich unter die Rechnung. Wir sind ja ganz gut vorangekommen. Heute Vormittag. Gucken uns hier mal um. Gucken wir mal, ob wir diese... Ach, Scheiße. Das ist, wenn man sich nicht konzentriert auf die komplette Umgebung. Gucken mal, ob wir dir diesen Speerschützen, der uns auf dem Weg zum Endgegner das Leben schwer macht, ob man den irgendwie killen kann, weil das ist noch so ein bisschen mein Ziel auf der Karte. Und dann werde ich mal gucken, wo es weitergeht. Ich gucke mal, wo die Sunbros sind. Und wir haben jetzt 1 Uhr, kurz nach 1. Das heißt, wir sehen uns höchstwahrscheinlich für alle, die Bock haben, weiter zu gucken. Vielleicht sagen wir mal so gegen 3 wieder. Für genauere Informationen, falls es sich verspätet oder wir schon eher anfangen, guckt auf Twitter, schreibt mir ins Reddit, falls ihr dazu gegen seid, wie ihr das live durchgenudelt haltet, haben wir jetzt schon mit Call of Duty und so ein bisschen gemacht. Jetzt mit Dark Souls, ich weiß nicht, ob wir es bis zum Ende spielen werden, aber so wie es aussieht, ja, die nächsten paar Tage wird so wie jetzt einfach mal den ganzen Tag vereinzelt immer mal wieder gezockt. Seid dabei oder auch nicht, schaut einfach mal rein. Gebt auch im Chat gerne eure Meinung ab, was ihr davon haltet. Und man sieht sich später wieder. In diesem Sinne, geht was essen. Das werde ich jetzt nämlich auch tun. Ich gehe mich duschen. Und man sieht sich später und allerspätestens heute Abend, falls ich es heute Nachmittag nicht schaffen sollte. In diesem Sinne, bis dahin, bleibt mir treu und bis auf dann. Schreibt was in die Kommentare.